Hey Leute und herzlich willkommen bei meinem ersten Commentary auf Darts Entertainment TV. Heute erzähle ich erstmal über meine Projekte und dann gibt es ein kleines Unboxing von einem Darts Wallet. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht, Wallet oder Wallet, egal, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Und dann würde ich erstmal über die Highlights, meine Projekte natürlich erzählen. Und das erste ist die Highlights aller Premier League Matches sowie die Weltmeisterschaft des Darts in so circa 5 bis 10 Minuten schneiden in einem Video und dann auf YouTube reinstellen. Also sagen wir mal jetzt so, am ersten Spieltag tretet Michael van Gerwen gegen Phil Taylor an und darüber werde ich dann die Highlights zusammenschneiden für euch und danach hier reinstellen, damit ihr die Highlights angucken könnt, das Wichtigste nicht verpassen wird, wenn ihr es mal verpasst habt. Und ja, das war zum ersten Thema. Zum zweiten Thema, wie gesagt, dieser anfolgende Unboxing, der gleich auch danach folgt. Zum Beispiel zu wichtigen Darts-Materialien, Darts-Pfeile, Darts-Wallet, Darts-Scheibe und so weiter. Auch Darts-T-Shirts oder sonstiges, was es da noch so wichtige Dinge gibt. Und danach habe ich mir noch so selbst in die Idee gebracht, jede Woche einen kommentierter Dartspieler als Steckbrief zu machen. Zum Beispiel jetzt die wichtigsten Daten von Michael van Gerwen oder Phil Taylor oder ja, anderen Spieler halt. Jede Woche immer ein anderer Spieler. Und da kommt dann die Geburt, wann er geboren ist, wo, dann die Erfolge, mit wie vielen Jahren er angefangen hat, erste neuen Data und so weiter. Und ich denke, das ist mal eine gute Idee. Ich hoffe, euch gefällt diese Sache und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing. In diesem ersten Unboxing hier auf diesem Channel geht es um die Maxi Wallet von Unicorn mit einer Unterschrift von Phil the Power Taylor. Das Maxi Wallet von Unicorn hat einen sehr weichen Stoff und ist auf jeden Fall eine kompakte Darts-Tasche. So, lass uns mal die Darts-Tasche von innen betrachten und da sieht man erstmal, der Stoff ist auf jeden Fall rot und man sieht auch viele Fächer, also auf jeden Fall viel Platz für Flights und Schäfte. Diese Maxi Wallet Tasche von Unicorn habe ich ohne Zubehör bestellt, da ich schon vorher mein Zubehör hatte, also die Flights und Schäfte. So, wir gehen dann auf die nächste Seite und da sieht man erstmal die 6 weiteren Fächern und nebenbei kann man seine eigenen 3 Dartspfeile dort hineinstecken. Und so sieht es aus, wenn das Produkt voll beladen ist mit Zubehör und mit meinen 3 eigenen Darts. Hier sieht man die von McDart, dann meine 4 anderen Flights von Pentolation und man merkt auch, viel Platz ist auf jeden Fall drinne. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die andere Seite und da kann man sehen, wo ich die Schäfte hinzugefügt habe und auch noch ein paar Ringe, damit die nicht verloren gehen. Da sind wir auch am Ende. Ich hoffe, euch hat das erste Unboxing auf diesem Channel hier gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, liken, abonnieren und dann würde ich sagen, ciao.